Diesmal stelle ich den Baum Fagus sylvatica vor. Sie ist in der Ordnung der Buchenartige, botanisch Fagales eingestuft und gehört zu der Familie der Buchengewächse, botanisch Fagaceae, und in die Unterfamilie der Phagaoideae. Die Gattung Fagus, auf Deutsch Buche, und die Art ist Sylvatica. Im Ganzen ist es Rotbuche. Sie erreicht ein Alter von 150 bis 300 Jahre. Ihr Verbreitungsgebiet liegt in ganz Europa, von Westen bis in den Osten Europas, wie zum Beispiel von Südengland und Frankreich bis hin zu Polen, Westukraine und sogar bis hin zur Krim. Vorab gilt, alle genannten Angaben beziehen sich allgemein auf den Fagus. Jeder Fagus ist individuell und jeder Fagus sieht nicht aus wie der andere. Auch sind die jeweiligen Standortbedingungen unterschiedlich gegeben. Somit können alle Angaben von Fagus zu Fagus variieren. Der Fagus gehört zu den Laubgehölzen und wird ein mittelgroßer bis großer Baum. Ihn kann man sogar als Heckenpflanze halten. Ihn kann man sogar erziehen. Zu einem Hochstamm, zu einem Stammbusch, zum Solitärbaum, zur Säule, zum Zylinder, zur Kugel und zum Bogen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wachsen tut er straff aufrecht, aber unregelmäßig. Trotzdem ist er dicht verzweigt und blickdicht. Dabei wirkt er majestätisch. Im Bestand ist sein Wuchs langschärfig, aber im Freistand ausladend, mit starken Ästen und tief hängenden Zweigen, die bis fast zum Boden reichen. Bis 10 Metern sind fast alle Formen möglich und frei wachsen erreicht er Höhen von 20 bis 40 Metern, wobei 40 Meter Einzelfälle sind. Die Breite beträgt 6 bis 8 Meter und im Freistand 12 bis 30 Metern. Sein jährlicher Zuwachs beträgt etwa 20 bis 70 cm, im Durchschnitt etwa 40 cm in die Höhe und 30 cm in die Breite. Seine Krone ist ausladend, wie auch kugelförmig. Sein malerischer Wuchs ist zunächst schlank, später aber breit und rundlich. Sie ist ausgeprägt und auch regelmäßig geformt mit tief hängenden Zweigen. Der Fagus bildet geradezu waagerechte Äste, die zudem noch elastisch bleiben, die noch hin und her gebogen sind, mit überhängenden Zweigen. Im Freistand sind die Äste tief hängend. Die Rinde der Äste sind grau, graubraun, aber auch silbergrau. Es variiert von Fagus zu Fagus. Junge Zweige sind graubraun und im Alter werden sie glänzend. Die Rinde ist weich und kann durch grelle Sonne beschädigt werden. Sie ist glattrandig und selten aufgeraut, oft sogar mit hellen Korkwarzen übersät. Farblich ist sie grau schimmernd, grau oder silber. Entlang der Zweige ist sie dunkelrot-braun. Anfangs in jungen Jahren ist sie bleigrau bis graubraun, glatt und etwas glänzend. Später aber mit zunehmendem Alter silbergrau und immer noch glatt. Mal auch silbergrau gefleckt, andere wiederum weißgrau gefleckt. Oder auch perlmuttglänzend. Einige Exemplare weisen eine sehr rissige Borke auf. Der Stamm des Fagus ist durchgehend und geradwüchsig. Im Wald bzw. Bestand weist der Stamm keine Seitenäste auf. Er ist in die Höhe langgestreckt. Im Freistand sowie als Solitär hingegen bildet er zahlreiche Seitenäste aus und wächst somit ausladend und wirkt somit kurzstämmig mit ausladender Krone.
Dabei kann der Stamm einen Durchmesser bis zu 2 Meter erreichen. Das Holz des Fagus hat eine leicht rötliche Färbung, über rötlich gefärbt bis hin zu rot, aber auch rötlich-weiß sowie auch weiß. Es ist sehr hart und zäh, zudem noch wenig elastisch und sehr gleichmäßig. Dazu hat er noch zahlreiche breite und auch auffällige Holzstrahlen mit feinen Poren und dazu noch zerstreuporig. Es ist ein schweres Holz. Leider hat er eine hohe Bruch- und Abriebsfähigkeit und ist zudem noch anfällig gegenüber Pilzerkrankungen. Ältere Bäume bilden unter bestimmten Umständen einen Farbkern. Das Holz ist unbehandelt im Freien nur wenig dauerhaft. Verwendung findet das Holz im Bau und in der Möbelindustrie, im Innenbereich als Bodenbelege wie Parkett oder auch im Treppenbau. Im Möbelbau wird das Holz als Möbel verwendet, als Massivholz, als Furnier, wie auch als Brettschichtholzträger, wie auch zur Papierherstellung oder in der Herstellung von Musikinstrumenten, wie zum Beispiel Klavier oder auch als Orgel. Das Holz dient sehr gut als Kamin- und Brennholz, denn er hat einen hohen Brennwert mit starker Glutbildung, wegen seinem geringen Wasserhaltegehalt von weniger als 15%. Zudem ist er als Grillholz sehr beliebt, wegen seinem rauchigen Geschmack. Die Knospen erscheinen zwischen März und April und erscheinen in den Farben hellbraun sowie rötlichbraun und werden dabei etwa 2 bis 3 cm lang. Sie sind schmal und spitz, wobei es spitz zulaufend sind. Sie sind abstehend, glatt und meistens auch gestielt, zudem noch grob geschuppt, wobei die schuppenartige Hülle aus kleinen Blättern besteht, die gegenständig angeordnet sind. Die Knospen sind gegenständig an den Zweigen angeordnet. Die Blätter sind grün, mittelgrün oder auch dunkelgrün. Junge Blätter sind frischgrün im Austrieb, im frischgrünen Frühlingsgrün mit seidigen Härchen. Die Sommerblätter dagegen sind oberseits glänzend, dunkelgrün und kahl und unterseits hellgrün und behaart. Noch später sind sie dunkelgrün und lederartig. Die Blätter sind sommergrün und haben zudem im Herbst eine besonders intensive Färbung in vielen verschiedenen Farben. Auch hier gilt, dass die Farbe von den Standortbedingungen abhängt. Die Farben variieren dann von blassgelb über orangegelb über gelbbraun bis orangerot sowie braunrot oder rotbraun, aber auch Kupferfarben. Sie werden 4 bis 10 cm breit und 5 bis 10 cm lang, wobei sie im mittleren oder im vorderen Teil am breitesten sind. In der Form sind sie elliptisch oder eiförmig. Ob es dann länglich elliptisch bis eiförmig ist oder eiförmig bis elliptisch, vielleicht auch breit elliptisch oder auch verkehrt eiförmig oder doch spitz eiförmig oder doch oval oder eiförmig ist, ist auch hier von den Standortbedingungen abhängig. Das Ende ist meist kurz zugespitzt. Sie sind relativ glatt bis glatt. Denn kurz nach dem Blattaustrieb sind sie mit hellen weißen Wimpern ausgestattet, die auch am Blattrand sind. Sie sind zwar anfangs seidig behaart, aber eine leichte Behaarung bleibt erhalten. Was noch auffällig ist, sind die 5 bis 9 Nervenpaare, die sich in parallele, stark ausgeprägten Seitennerven erstrecken, die auf jeder Seite der Haupttriebe zu sehen sind. Das Blatt ist ganzrandig mit gewelltem Rand. Wie schon erwähnt, hat der Rand auch Wimpernhaare. Der Rand ist teils leicht gekerbt oder gezähnt und nach der Spitze zu buchtig gezähnten Rand. Das Blatt ist gestielt. Er ist oft etwas dunkel gefärbt und wird etwa 3 bis 15 mm lang. Da das Blatt aus der Knospe entsteht, ist auch das Blatt wechselständig angeordnet. Noch einige besondere Informationen zu dem Blatt des Fagus
Sie bleiben lange haften, besonders wenn sie zu einer Hecke geschnitten sind. Häufig bleiben sie bis in den Frühling an den Zweigen. Das Laub wird dann mit dem neuen Austrieb im Frühling abgeworfen. Es kann dann als Raupenfutter dienen. Im April oder Mai geerntetes Laub des Fagus kann im Salat oder als Gemüse gegessen werden. Ältere Blätter sind ungenießbar. Die Blüten erscheinen zwischen April und Juni zusammen mit den Blättern. Sie sind in den Farben rosa, grün, rosa, hellbraun, grünbraun, grünlich oder auch gelb. Sie sind unscheinbar und unauffällig. Sie sind klein, etwa 1 bis 4 cm im Durchmesser. Es sind schmale, unscheinbare kleine Kätzchen. Sie stehen in Blütenständen zusammen, in Büscheln. Sie sind spitz und einfach, das heißt Einzelblüten, und hängen an jungen Trieben. Sie sind schuppenartig überdeckt, umgeben von Hüllblättern. Meine Quellen sind sich nicht einig, wann die Fagus anfängt zu blühen. Eine Quelle sagt nach 15 bis 20 Standjahren, eine andere Quelle sagt nach 30 bis 50 Jahren, eine dritte Quelle sagt nach 60 bis 80 Jahren. Wahrscheinlich sind auch hier die Standortbedingungen ausschlaggebend. Der Fagus ist einhäusig, eingeschlechtlich und getrenntgeschlechtlich. Ich möchte damit sagen, dass weibliche und männliche Blüten an ein und demselben Baum sind. Die weiblichen Blüten sind aufrecht. Sie haben 3 rosafarbene Narben von 4 klappigen Hüllen eingeschlossen. Sie sind meist paarig auf einem Stiel. Sie sind in einem grünen, kurz gestielten Hülle enthalten. Sie sind zweiblütig. Sie haben aufrecht stehende Köpfchen, die von einer behaarten Hülle umgeben sind. Die Paare sind mit 4 lappigen Braketen. Die männlichen Blüten sind vielblütig und stehen in Büscheln und sind langgestielt. Es sind herabhängende, halbkugelige Kätzchen. Die Blüten werden durch den Wind bestäubt. Aus den weiblichen Blüten entstehen die Früchte. Es sind Nüsse, die Bucheckern. Sie sind glänzend und haben die Farbe braun, dunkelbraun oder rotbraun. Sie werden etwa 1 bis 2 cm groß und sind im September oder auch im Oktober reif. Es sind 2 stachelige Fruchtbecher. Die Hülle ist dreikantig und verholzt. Bei dem Reifezeitpunkt öffnet sich die Hülle vierteilig. In der Frucht sind 2 bis 4 Nüsse, die Samen enthalten. Sie haben einen angenehmen säuerlichen Geschmack. Die Frucht erscheint nicht an geschnittenen Hecken, nur an frei wachsenden Bäumen. Die Fruchtbildung kommt erst nach 40 bis 80 Jahren. Die Samen sind Dunkelkeimer, somit muss genug Laub auf den Samen liegen, bevor sie keimen. Mit zunehmendem Alter erscheinen mehr Früchte. Die Bucheckern dienen als Nahrungsquelle für Schweine, Damm und Rotwild, für einige Vögel und auch für kleine Säuger, wie zum Beispiel für Mäuse. Die Verbreitung geschieht durch Eichhörnchen und durch Eichelhäher. Ein Rohverzehr für Menschen ist nicht zu empfehlen. Sie sind sehr ölhaltig, enthalten aber auch noch Oxalsäure, was Magenbeschwerden verursachen. Durch Erhitzen kann die Oxalsäure verringert werden. Die Samen können zu Öl, Kaffeeersatz und Mehl verarbeitet werden. In größeren Mengen, wenn die Samen roh verzehrt werden, können zu Durchfall und Erbrechen führen. Geröstet dagegen sind sie sehr bekömmlich. Sie sollen mandelähnlich schmecken. Die kann man dann wie Nüsse über den Salat verteilen, in den Müsli tun, in das Gebäck wie auch in das Pesto tun. Die Vermehrung geschieht durch Samen, Stecklinge oder auch durch Wurzelschnittlinge. Sorten werden veredelt. Der Fagus ist ein Flachwurzler und auch ein Herzwurzler, was flachoberflächennah und weit und dicht verzweigt ist, zudem sich noch weit ausbreitet. Er besitzt einen hohen Anteil an Feinwurzeln, die noch ausgesprochen stark sind. Er weist eine hohe Feinwurzeldichte auf. Die Wurzeln sind aber empfindlich bei Eingriffen und Bodenverdichtung.
Eine Besonderheit der Wurzeln ist, dass sie bei Temperaturen von 7 bis 8 Grad Celsius noch aktiv sind. Die Wurzeln sind konkurrenzstark und sind somit keine guten Nachbarn für andere Flachwurzler. Die Wurzeln können je nach Boden 30 cm und 1 bis 1,4 Meter tief werden. Die Wurzeltiefe ist abhängig von der Durchlüftung des Bodens. Ist der Boden schlecht durchlüftet, ist auch die Wurzel stark verflacht und wird somit windsturzgefährdet. Steht der Fagus im Sandboden, ist der Wurzeldurchmesser zweimal der Kronendurchmesser. Der Fagus liebt es warm bis mäßig warm. Er braucht einen sonnigen, halbschattigen oder einen schattigen Standort. Er kann einen Vollschatten vertragen und somit gehört er zu den schattentoleranten Gehölzen. Von allen heimischen Laubgehölzen verträgt der Fagus am meisten Schatten. Bei der Standortwahl muss man darauf achten, ob es eine Jungpflanze oder eine ältere Pflanze ist. Jungpflanzen zum Beispiel vertragen schattige Plätze, wie zum Beispiel unter anderen Bäumen. Denn im jungen Alter sind die relativ schattentolerant. Ältere Pflanzen dagegen benötigen viel Sonne und Licht. Je älter der Fagus wird, desto mehr Sonne braucht er. Ein optimaler Standort ist ein atlantisches Klimacharakter. Feucht und warm, dazu noch relativ milde Winter mit hohen Niederschlägen. Der Fagus verträgt keine Staunässe und auch keine Trockenheit. Wenn der Fagus als Baum gepflanzt wird, braucht er viel Platz. Dabei sollte man beachten, dass keine oberen Leitungen im Wege sind, noch irgendwelche Hauswände oder Dächer, aber auch keine unterirdischen Leitungen oder Rohre. Was den Boden betrifft, ist der Fagus anspruchsvoll. So soll der Boden mit Lehmanteilen versehen sein. Ob es dann sandig-lehmig oder sandiger Lehm ist, beziehungsweise steinig, es kann auch ein bündiger Sand- bis Lehmboden sein. Was die Feuchtigkeit im Boden betrifft, muss er frisch bis feucht sein, aber keine Staunässe halten, denn das wird nicht vertragen. Dazu verträgt der Fagus auch keine längeren Dürreperioden, auch keine trockenen Substrate. Starke Schwankungen im Grundwasserspiegel wird ebenfalls nicht gemocht. Dafür geliebt wird frisches, bewegtes, mineralisches, luftreiches Druck- und Rieselwasser. Was noch nicht gemocht wird, sind austrocknende Böden. Auch keine Änderung der Feuchtigkeits- und Ernährungsverhältnisse im Boden. Am besten ist das Grundwasser nicht fern. Ein besonders schöner Wuchs ist bei einem pH-Wert von 5 bis 8, also alkalisch bis schwach sauer. Neutrale Böden sind optimal. Sollte der Boden etwas kalkhaltig sein, wird das geduldet, denn der Fagus verträgt kalkhaltige Böden. An Nährstoffen sollte es im Boden nicht mangeln, so wie an Humus, nur nicht chloridhaltend. Darauf reagiert der Fagus empfindlich. Zudem sollte der Boden noch locker bis tiefgründig sein. Der Fagus ist sehr frost- und winterhart. Temperaturen bis maximal minus 35 Grad Celsius werden gut überstanden. Ob der Fagus windfest oder nicht windfest ist, ist von der Durchlüftung des Bodens abhängig. Er ist empfindlich gegenüber Dürre sowie auch spät- und extreme Winterfröste. Er braucht einen ausgeglichenen Wärmehaushalt, reagiert somit empfindlich auf Hitze und Strahlung. Er verträgt keinen Wechsel der Luftfeuchte, auch keinen hohen Niederschlag und somit auch keine Staunässe. Salz im Boden wird ebenfalls nicht vertragen und Abgase sowieso nicht. Bei plötzlicher Freistellung stirbt er. Erdaufschüttungen über 10 cm im Wurzelbereich führen mittelfristig zum Absterben. Er ist auch noch mäßig industriefest.
Seine Vorteile sind aber die extreme Schnittverträglichkeit, die Schnellwüchsigkeit, die Standorttoleranz, die hohe Schattenverträglichkeit, dass er robust ist und auch widerstandsfähig und pflegeleicht. In der Regel ist der Fagus nicht giftig, bis auf die Bucheckern, die schwach giftig sind. Eine Handvoll roher Bucheckern führen zu Übelkeit, denn darin sind folgende Gifte enthalten. Zum einen Phagin sowie Oxalsäure, aber auch Saponine und Alkaloide und zum Schluss noch Thermolabiler. Generell gilt, dass 2 bis 5 Pflanzen pro laufenden Meter gepflanzt werden. Möchte man aber einen guten Sichtschutz haben, pflanzt man 4 bis 5 Pflanzen den laufenden Meter. Der Abstand hierfür ist aber auch abhängig von der Größe der Pflanze. Sind aber weniger Pflanzen möglich zu pflanzen, aus welchen Gründen auch immer, muss man bedenken, dass es länger dauern wird, die Lücken zu schließen und die Pflanzen dicht werden zu lassen. Besser ist eine zweite Reihenpflanzung, denn dann wird die Hecke besonders breit und blickdicht. Die zweite Reihe wird im selben Abstand wie die erste Reihe gepflanzt, nur im Zickzack. Wurzelnackte Ware wird im Herbst gepflanzt, ist empfehlenswert. Containerpflanzen können ganzjährig gepflanzt werden, bei frostfreien Böden. Beim Gießen sollte darauf geachtet werden, dass Staunässe vermieden werden sollte. Bei längerer Trockenheit sollte gegossen werden, zum Beispiel 20 bis 30 Minuten lang mit einem Schlauch. Möchte man sich diese Arbeit sparen, ist eine Tröpfchenbewässerung auch möglich. Bei sehr trockenen Jahren ist per Hand zu empfehlen. Ältere Pflanzen, die etabliert sind, wird nur bei schwerer Dürre gegossen. Bewässert wird in der ersten Vegetationsperiode sowie in der Trockenheit und nochmals im Spätherbst. Eine 5 cm dicke organische Mulchschicht im Wurzelbereich hält das Wasser im Boden. Gedüngt wird 1 bis 2 Mal im Jahr auf dem Boden direkt unter der Pflanze, einige Zentimeter um den Stamm herum, direkt auf und um die Wurzel herum. Der beste Zeitpunkt ist der Frühling im Mai und dann nochmal im August. Danach aber nicht mehr, denn dann kann der Dünger bis zum Winter nicht mehr verarbeitet werden. Eine zu späte Düngung fördert neuen Austrieb und der neue Austrieb übersteht dann den Winter nicht mehr. Eine Gründüngung mit Hornspänen wird empfohlen, aber auch Kompost oder einen Langzeitdünger. Der Fagus ist außerordentlich schnittverträglich und schnittfest, er benötigt grundsätzlich aber nur einen Bedarfsschnitt. Bei einer Hecke ist eine schlanke Trapezform optimal, die nach oben hin schmaler wird. Ein Radikalschnitt ist ebenfalls möglich und dient der Verjüngung. Bei dem Radikalschnitt schneidet man im ersten Jahr den Kopf und eine beliebige Seite. Und im zweiten Jahr schneidet man dann die zweite Seite. Der Grund diesen Vorgangs ist, dass die Pflanze es leichter verträgt und zum anderen bleibt die Hecke zum einen gewissen Teil noch blickdicht. Der optimale Zeitpunkt zum Schnitt ist der Frühling und der Herbst. Ansonsten geht auch das ganze Jahr über, nur nicht bei Frost oder bei Temperaturen über 30 Grad. Aber wann genau kann ich denn jetzt schneiden? Im Februar und März, aber auch im Mai und August oder auch im Februar und Juni geht auch noch. Ein Beispiel ist, man schneidet im Februar die Hecke in Form und im Juni kürzt man dann den Zuwachs oder wartet bis zum Juli und macht einen guten Rückschnitt. Mögliche Heckenhöhen können von 0,75 und 4 Metern variieren. Wie oft eine Hecke geschnitten wird, ist jedem selbst überlassen. 2-mal jährlich ist möglich. Ein jährlicher Schnitt fördert blickdichte Hecken. Ein Schnitt bis ins alte Holz wird gut vertragen, treiben dann auch wieder gut durch. Übermäßige Schnittmaßnahmen werden verziehen und treiben anschließend zuverlässig nach.
Wird der Schnitt im Winter angesetzt, sollte das Wetter trüb sein, um einen Sonnenbrand zu vermeiden. Auch nicht in der prallen Sonne, aus bekannten Gründen, den Sonnenbrand zu vermeiden. Die beste Witterung sind bewölkte Tage. Wie schneide ich eine Hecke? Ein regelmäßiger Schnitt ist notwendig, am besten zwischen Februar und März, am besten frostfrei und bewölkt und trocken. In eine Trapezform, damit Luft und Licht in alle Winkel gelangen. Die Ecken sollten etwas abgerundet werden. Im Innenbereich ab und zu auch mal auslichten, abgestorbene Triebe und Äste mit entfernen. Im Spätsommer kann noch einmal geschnitten werden. Das hält die Hecke länger in Form. Ein extremer Verjüngungsschnitt wird gut vertragen, der bis Ende Februar durchgeführt werden muss, denn Radikalschnitte vom 1. März bis zum 30. September sind gesetzlich verboten. Das hat den Grund, dass Vögel in diesem Zeitraum geschützt werden. Wie schneide ich einen Baum? Ein Baum braucht keinen jährlichen Schnitt. Lediglich Äste, die über Kreuz wachsen, sollten entfernt werden, sowie tote Äste und Zweige. Wenn für die Form erforderlich, sollten dann auch ins alte Holz geschnitten werden. Idealerweise sollte im Spätwinter geschnitten werden. Dabei aber nicht zu viel Äste entfernen. Der Baum könnte seine Form verlieren. Bitte beim Schnitt auch bedenken, dass keine Kleiderhaken stehen bleiben sollten. Der Fagus findet Verwendung in Parks, in Alleen, auf Friedhöfen, im Forst, in Freizeitparks, in Baumkulissen, in Gärten sowie großen Gärten, in freien Landschaften, in Freistand, als Pioniergehölz, als Solitär in Einzelstellung, als klassische Hecke und Gestaltungselement. In folgenden Gartenstilen findet der Fagus seinen Raum: im formalen Garten, im Naturgarten, in Parkanlagen, im Waldgarten. Folgende Pflanzen sind schöne Begleitpflanzen, zum Beispiel die Buschwindröschen, die Anemone nemorosa, die Waldbingelkraut Mercurialis perennis, der Waldmeister Gallium odoratum und der Zwiebelzahnwurz Caradamine bulbifera. Allgemein sind keine Krankheiten und Schädlinge bekannt. Der weiße Rindenpilz, botanisch Atelia epiphylla, tritt gelegentlich auf, verursacht jedoch keinen Schaden. Gelegentlich treten auch Buchenwollläuse, auch Buchenblattläuse genannt, auf, botanisch Phylla phisphagi. Die Vorteile einer Fagushecke sind, dass die Privatsphäre gewahrt wird und man abgeschirmt wird. Zudem wird der Lärm und der Wind reduziert. Viele verschiedene Tiere und Insekten finden Zuflucht in dem Fagus. Der Schwarzspecht nistet zum Beispiel. Die Hohltaube und der Raufußkauz sind seine Nachmieter. Mehr als 60 verschiedene Schmetterlingsraupen nutzen den Fagus zum Beispiel als Lebensraum und zahlreiche Käferarten als Nahrungsquelle. Das Laub dient zahlreichen Schmetterlingsraupen als Nahrungsquelle. Die Bucheckern dienen als wichtige Nahrungsgrundlage für die heimische Tierwelt, wie zum Beispiel dem Wild, dem Eichhörnchen, den Mäusen, einigen Säugetiere und auch den Finken. Das abgestorbene Holz dient als Unterschlupf vieler holzbewohnenden Käferarten. Nach dem Dämpfen des Holzes verändert sich die Farbe, daher auch der Name Rotbuche. Ein kleiner Funfact: Weil das germanische Alphabet aus Runen in Stäbchen von Buchenholz geschnitzt wurde, heißen unsere Lettern Buchstaben und unsere Schriftbänder Bücher.